Ja, servus, ich bin's wieder, Hendrik von JB Spielwaren, heute mit einem weiteren Set-Review von Lego Monkey Kids. Zwar geht es um diesen Klopper hier, um das größte aus der ersten Welle. Das Ding heißt Monkey Kids Team Secret Headquarter und ist die Artikelnummer 80013. Hat fast 2000 Teile mit dabei und kostet schlanke 170 Euro. Das wird auf jeden Fall ein längerer Prozess mit dem Teil. Und jetzt gucken wir uns als erstes mal an, was in der Box ist. Los geht's mit Kartoninhalt und dann, na klar, mit den Bauschritten. Viel Spaß dabei. So, dann gucken wir uns mal an, was denn in diesem gigantisch großen Karton drin ist. Ich kriege ihn gar nicht ganz aufs Bild. Jetzt gucken wir mal, dass wir zumindest den Inhalt vernünftig rausbekommen. Jede Menge Tüten und, na klar, zur Stabilisierung nochmal ein riesengroßer Karton hier. Es ist eine unnummerierte Tüte mit dabei, hier mit dem, mit der Big Fig und den großen Platten. Und dann haben wir hier schon mal jede Menge Tüten. Und wenn ich das richtig sehe, die 19 ist erstmal die höchste, genau. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier in dieser großen Box sich noch alles versteckt. Jede Menge weitere Tüten. 4, 7, die 8. Also die 19 ist die größte. Es gibt 19 nummerierte Tüten, also 19 Bauschritte. Es gibt eine unnummerierte Tüte. Und dann haben wir hier eine... Ja, 3 Bauanleitungen, nein, 4 Bauanleitungen, nein, 5 Bauanleitungen, Riesenpaket, Wahnsinn und einen großen Stickerbogen. Und ja, das wird, denke ich, richtig, richtig viel Spaß machen. Und jetzt geht's los mit dem Aufbau. We'll be right back.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Auf jeden Fall sind die knapp 2000 Teile jetzt endlich verbaut. Das Resultat, kann man hier sehen. Ich habe mal versucht, alles auf den Tisch zu legen und diesen Roboter natürlich auch. Was drin ist, man sieht hier, fast jeder unserer Charaktere hat auch ein tolles Gefährt. Der Monkey Kid gehört dann ja in den Mac hier rein. Und starten wir mal durch mit dem Review. Als erstes fokussieren wir uns auf die Figuren. Ja, im Set sind 8 Figuren enthalten. Alle Figuren könnt ihr jetzt hier auf einen Blick sehen. Und es ist 50-50 gestaltet. Wir haben hier einmal die Bullen und auf der anderen Seite unsere Heroes. Man sieht, alle wichtigen Figuren sind auch mit dabei. Von links nach rechts haben wir hier die May, dann Pixie, natürlich Monkey Kid, Sandy als große Figur ist mit dabei. Und dann die 4 Bullen, wie gesagt. General Ironclad haben wir hier. Grunt, Roar und Snort, die wiederum eigentlich nicht unterscheidbar sind, aber eben ja, verschiedene Charaktere sind und dementsprechend auch Namen haben. Schauen wir uns die Figuren alle mal im Detail an. Es gibt 2 Figuren mit alternativem Kopf, die ihr auch gleich hier während des Detailreviews im Bild eingeblendet seht.